Alena Quast ist bei mir im Studio. Es verdichten sich die Hinweise. Wir sagen es immer wieder, dass es zu einer Bodenoffensive kommen könnte. Wie aber, Alena, könnte das aussehen? Das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Das israelische Militär hat ja jetzt auch die Zivilbevölkerung aufgerufen, zu fliehen, und zwar in den Süden. Das israelische Militär hat alle Bewohner des Nordens, des Gazastreifens, aufgerufen, zu fliehen, und zwar in den Süden. Dafür haben sie unter anderem Flugblätter verteilt. Tausende, die hier am Himmel über Gaza fliegen. Alles geschrieben auf Arabisch und klare Anweisungen: flieht gen Süden. Hier sehen wir Menschen, die sich jetzt genau auf diesem Weg befinden. Hunderttausende, die auf der Flucht sind. Hier oben ist die Evakuierungszone in Rot eingezeichnet und die Menschen sollen hier runter gen Süden gehen. Hier unten bei Khan Yunis sind beispielsweise jetzt auch die UN-Mitarbeiter hinverlegt worden. Hier unten ist der Grenzübergang zu Ägypten, Rafah. Da war ja dann erst der Gedanke, dass dorthin über diesen Grenzübergang die Menschen nach Ägypten fliehen können. Der ist aber geschlossen. Dennoch ist es so, dass die Hamas die Menschen daran hindern, zu fliehen. Sie sagen, das sei Propaganda von Israel und ruft die palästinensische Zivilbevölkerung dazu auf, Widerstand zu leisten und in ihren Häusern zu bleiben. Wie gestaltet sich der Rest hier an der Grenzregionen? Hier haben wir Panzer eingezeichnet. Es haben sich schon Panzertruppen dort zusammengefunden, hier rund um den nördlichen Teil. Wir hören von unseren Reportern, dass die auch schon aktiv feuern. Wie könnte also eine Bodenoffensive aussehen, wenn sie denn startet? Gut möglich wäre es, dass die Panzer hier vorrücken würden, also hier im mittleren Teil am Fluss Gaza. Das ist der schmalste Streifen am Gazastreifen, 6 Kilometer breit, und dort könnte es den Bodentruppen dann gelingen, den Norden von dem Süden quasi zu trennen, so dass die Terroristen im Norden wären und die Zivilbevölkerung im Süden. Aber wie ich es eben auch schon gesagt habe, die Hamas wollen, dass die Zivilbevölkerung in ihren Häusern bleibt, was das Ganze natürlich wahnsinnig schwierig macht. Außerdem hat diese Bodenoffensive viele, viele Tücken, und das weiß auch das israelische Militär. Die Hamas, die werden überall Fallen gestellt haben. Die kennen sich dort aus im Gazastreifen. Größte Herausforderung: Gaza ist eine Stadt unter der Stadt, und das wollen wir uns jetzt noch mal genauer anschauen. Es ist ein Tunnelsystem unter dieser gesamten Stadt, 500 Kilometer Länge insgesamt. Es sind mehrstöckige Tunnel, manche sind bis zu 40 Metern tief. 2014 ist das israelische Militär auch eingerückt, und dort ist es dann Hamas-Terroristen gelungen, israelische Militärtruppen einzuschließen in den Tunneln. Also das ist eine wahnsinnig große Gefahr für die Bodentruppen, die anrücken. Wenn es zu einer Bodenoffensive kommt, dann könnte diese Waffe helfen. Sie soll laut Al Jazeera in dem Militär von Israel sein. Wir schauen uns das hier jetzt einmal an. Es ist ein Bunkerbrecher, eine Bombe GBU-28, und diese Bombe wird getragen von Jagdbombern beispielsweise. Wir schauen uns das hier einmal auf dem Bild an. Hier oben der Jagdbomber, darunter wäre dann die Bombe. Mit einem Laserstrahl wird das Ziel anvisiert, die Bombe abgeworfen. In einer Entfernung von 9 Kilometern, und diese Bombe kann in Tiefen von bis zu 10 Metern dringen und dort Ziele zerstören. Die Sache ist aber die, dass diese Bombe zwar eine unglaubliche Schlagkraft hat, aber deswegen auch besonders verheerend ist, und für die Zivilbevölkerung kann sie, ja, kann schlimme Folgen haben. Und deswegen sagen auch besagt die Genfer Konvention, dass es verboten ist, diese Waffe in der Zivilbevölkerung einzusetzen, beziehungsweise in den Gebieten. Das ist eben jetzt diese Herausforderung. Die Hamas wollen verhindern, dass die Zivilbevölkerung überhaupt fliegt. Bevor diese Waffe also zum Einsatz kommen kann, muss man sich sicher sein, dass die Evakuierung erfolgreich war von den Menschen im Norden in den Süden. Und minütlich erreichen uns ja neue Nachrichten, Bodenoffensive, die jetzt droht, die Anzeichen verdichten sich, aber keiner weiß, wann und wie. Alena, danke.